Hallöchen, meine Lieben. Heute lade ich euch wieder dazu ein, ein wenig mit mir zu morden. Ihr habt euch den Kettensägenkiller gewünscht und diesen Wunsch möchte ich euch natürlich auch erfüllen, wenn wir heute die Dachparty besuchen. Die Dachparty wäre mein persönlicher Horror. Wieso, sage ich gleich, ob ihr es euch schon denken könnt. Da unten ist eine Falle, die muss ich jetzt unbedingt auslösen. Schnell, 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 lauf, 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 lauf. Yay, 29 Opfer auf einen Streich. Das hätte fast nicht besser laufen können. Ja, da unten ist eine Elektrofalle, da können wir einmal die ganze Tanzfläche unter Strom setzen und einmal alle rösten und grillen. Das kommt gut. Jetzt stehe ich hier an diesem Auto, weil ich hoffe, dass ich beide Bodyguards auf einmal erwische. Das sieht gut aus. Yay! Damit sind schon die größten Gefahren für uns dahin. Und ich erkläre euch ganz kurz den Kettensägenkiller. Er kann natürlich sehr unauffällig sein mit seiner Kettensäge, die er dezent hinter sich her schleppt. Kann wunderbar mit dem Ding tanzen, hat auch keine Angst, sich zu verletzen dabei. Das Einzige, was er nicht gerne macht, ist das Leichenzeitigen. Sei es, weil er nicht kann, wegen der Kettensäge, oder nicht möchte, weil er halt einfach sagt, ich bin Killer und Killer verstecken ihre Leichen nicht. Nein, 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 nicht. Aus welchem Grund auch immer, wir können keine Leichen mit ihm verstecken. Deswegen, jede Person, die wir hier töten, oder fast jede, außer wir erwischen sie richtig gut mit der Kettensäge, jede Person wird also gefunden werden und die Leute neigen dazu, ein bisschen auf den unauffälligen und total unschuldigen Kerl mit der Kettensäge zu deuten, wenn irgendwo Leichen auftauchen. Ist unfair, ich weiß. Ich meine, jeden Tag laufen 1000 Leute mit Kettensägen durch die Gegend und die tun keinem was. Das ist ein böses Vorurteil, dass sie alle Mörder sind. So, schnell weg von dem Punsch. Ich hoffe ja, dass noch ein paar Leute Durst bekommen und trinken. Aber von den Leichen sollten wir dann ganz, ganz weit weg sein. Es gibt hier auch so ein paar hübsche Fallen. Wir können zum Beispiel Leute vom Dach schmeißen. Das ist toll. Damit ersparen wir der Polizei viel Arbeit. Denn wenn man natürlich nicht erst runterlaufen muss, nicht erst hochlaufen muss aufs Dach, ja, dann ist das sehr praktisch. Da kann man gleich die Leichen unten untersuchen und den Killer suchen. Da oben zum Beispiel steht eine... Nein, ich geh doch nicht weg von mir. Ich tu dir doch nichts. Ich wollte dir die schöne Aussicht zeigen. Die Skyline ist nachts besonders schick. Oh je, da ist schon der erste vergiftet. Das heißt, der erste. Ja, vermutlich der einzige. Je weniger... Okay, es sind zwei vergiftet. Ich bin dafür, es war der Kellner. Der hat so guten Appetit gesagt. Ich trau dem nicht. Der scheint mir sehr suspekt und verdächtig zu sein. Wie er da mit seinem Tablett rumläuft... Der hat bestimmt was ins Essen getan. Oder ins Getränk, wer weiß. Ich bin gerade... Ah, ich sehe doch ein paar Vergiftete. Ich achte gerade auch gespannt darauf, ob man auf jemanden zeigt und ihn als Mörder bezichtigt. Wie es aussieht, habe ich gerade ein bisschen Pech. Und andererseits habe ich natürlich Glück, denn keiner deutet auf mich. Und die sterben alle schön weit weg von mir. Nee, geh weg von mir. Geh weg von mir. Sterbt alle weit weg von mir. Ja, da werden gleich nochmal welche umfallen. Ich geh's zu, ich hab ein bisschen Angst. Er ist tatsächlich so, dass man ihn schneller verpfeift. Und die Dachparty insbesondere ist ein bisschen doof, denn wenn die Polizei einen hier erstmal im Visier hat, ist es sehr, sehr schwer, wieder wegzukommen. Zum einen, weil unser Mörder extrem langsam ist. Ich demonstriere das mal, wir sprinten gerade. Wir können zum einen unglaublich kurz nur sprinten und zum anderen sind wir dabei so lahmarschig. Ja, aber ich rede die ganze Zeit nur übers Spiel. Wir könnten hier über andere Dinge sprechen. Ich habe Höhenangst. Habt ihr auch irgendwelche Ängste? So. Oh, gut, ich dachte schon, er kommt auf mich zu. Habt ihr auch irgendwelche so irrationalen Ängste? Also, ich habe Höhenangst. Ich habe Angst vor Spinnen. Ärzte mag ich auch nicht wirklich, weil. Da spielen sich Horrorszenarien in meinem Kopf ab. Also, man merkt schon, ich bin. Ich löse jetzt einfach mal alle Fallen aus. Und dann gehe ich ganz weit weg. So, ich war es nicht. Ich war hier unten und habe das hübsche pinkfarbene Licht begutachtet. Ist ein schönes Licht. Hier. Yay, ich tanze im Licht. Oh gut, es hat nicht den Polizisten erwischt. Hier oben möchte ich insbesondere nicht die, nicht das SWAT-Team haben. Da hinten stehen sehr viele rum. So, der Polizist ist wieder weg.
Wir haben hier unten noch eine Falle, die wir auslösen können. Und dann haben wir noch eine Falle, nämlich die Conga-Line, die wir starten könnten. Die ist auch ganz nett. Und natürlich die Ventilatoren. Wenn Leuten zu heiß wird, dann können wir dafür sorgen, dass sie ein bisschen abgekühlt werden. Manchmal kann man mit dem Killer ganz wunderbar Leute zerlegen. Hier hat es nicht geklappt. Jetzt muss ich mal ganz schnell von dem hier weg. Wie gesagt, die Leute sind hier sehr schnell darin, sehr schnell dabei, mich als Killer zu bezichtigen. Finde ich nicht gut. Bin doch so unschuldig und harmlos. Sehe ich aus, als könnte ich jemandem was tun? Oder da ihr mich nicht sehen könnt, klinge ich etwa so, als könnte ich jemandem was tun? Ich bin doch so unschuldig und klein. Ich könnte keiner Fliege was zuleide tun. Und jeder, der was anderes behauptet, werde ich mit meiner Kettensäge erklären, wieso er sich täuscht. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Idee ist, den da reinzuschubsen. Oh, das ging gut. Dem war heiß. Der ist schon umgekippt vor Hitze. Du musst dich ein bisschen abkühlen. Das war wichtig jetzt. Ja. Auch noch eine Falle. Können wir auch mal auslösen. Ich würde euch ja so gerne mal zeigen, wie man Leute vom Dach schubst. Eine sehr schöne Möglichkeit, ungebetene Partygäste loszuwerden. Und außerdem erfüllt man vielen einen lang gehegten Wunsch. Denn viele Leute möchten ja gerne fliegen lernen. Die sagen das nur nicht so. Die denken sich, nein, das ist albern. Ich bin doch ein Mensch, ich kann nicht fliegen. Tja, aber wir könnten ihnen den Wunsch erfüllen. Wenn sie uns nur lassen würden. Dafür müssen sie sich allerdings an die richtige Brüstung stellen. Das wird jetzt gerade schwierig. Na? Geht die Dame in Pink an unserem Kaugummiautomaten vorbei? Oh Gott, ja, nein, ich war's nicht, ich bin unschuldig. Hier, mein Freund, der Schlafende, kann's bezeugen. Ich bin total unschuldig und habe niemandem was getan. Und keiner kann mir was anderes beweisen. Das ist die Rache dafür, dass ich nie zu Partys eingeladen werde. Ich meine, ich finde, meine Kettensäge ist ein tolles Accessoire und wer das nicht so sieht, der hat einfach keinen Geschmack. Und deswegen werde ich nicht zu Partys eingeladen. Und ja, so kommt es halt, dass man Partys sprengt. Macht Spaß. Guck mal, hier ist eine Zeitung. Ups, das war falsch. Begib dich auf die richtige Position. Ja. Wenn man zu weit wegsteht von seinen Opfern, kann man sie nicht töten. So, ich glaube, es ist niemand mehr hier. Oder unten ist mal wieder eine Dame, die ganz einsam und allein ist. Ja, geh da hoch. Mal gucken, wenn ich jetzt die Kettensäge aktiviere, was dann passiert. Ups. Dann sind wir sehr schnell, aber danach muss ich mich auch sehr erholen. Oh, 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 oh. War jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Glück gehabt. Da liegen. Ja, nachdem man die Kettensäge aktiviert hat, die sieht man, ist im kurzen Moment sehr schnell. Und danach muss man sich erstmal ausruhen. Also. Aber der Polizist ist auch gleich wieder weg und keiner hat's gemerkt. Dann könnten wir mal noch ein bisschen hier hinten mit den attraktiven Menschen in Bikinis und Badehosen tanzen, damit die sich auch ein bisschen zerstreuen. Ja, was denn? Das ist kein Mist, das ist Tanzen. Ich kann das voll gut. Aber ich rede die ganze Zeit auch nur übers Spiel. Uns fehlen nur noch 11 Leute. 11 ist eine schöne Zahl, lebt zum Kekse essen ein. Wieso geht ihr denn nicht weg? Mann. Ihr sollt weggehen da hinten, ich will euch umbringen. Ich meine, ich möchte mal euch alle einzeln kennenlernen und Spaß mit euch haben und so. Manchmal hat man ja Glück und die Leute sind so ein ganz kleines bisschen festgebackt. Ich fürchte nur, ich werde jetzt nicht unbedingt das Glück haben, dass das jetzt der Fall ist. Ich habe noch keine Leiche so richtig gut zerlegt. Ich sehe es kommen. Was gehst du denn jetzt hier hin? Komm, geh weg, Mädchen. Die muss doch kalt sein in deinem Bikini. Geh doch mal woanders hin. Oh, du willst mit mir feiern. Das ist aber lieb, dass du mit mir tanzen willst. Yay, guck mal, ich habe eine Freundin gefunden. Die mag mich.
Und der Kerl mag mich nicht. Na, warte. Hast du mich gerade Feigling genannt? Au! Das ist voll böse zu mir, der hat mich gehauen. Arschloch. Ha. Nein, ich werde weiter tanzen. Au. Warum sind denn jetzt alle so aggro auf mich? Ich hab doch gar nichts getan. Ich tanze doch nur, wie man so auf Partys macht. Okay. Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen. So. Den haben wir gut zerlegt. Den findet keiner mehr. Und die hier zerrupfen wir jetzt auch. Die haben wir auch gut erwischt. Ich werde es jetzt einfach mal wagen und diese ganze Gruppe da hinten aufmischen. Ich sehe es kommen, dass irgendjemand dann die Polizei ruft und wir nicht mehr rechtzeitig wegkommen. Aber ich muss es wagen, ich muss es wagen, denn ich glaube, ich kriege die da hinten echt nicht weg. Und ich sehe auch keinen Koffer oder so, der uns eine Falle bescheren könnte. Oh oh. Brauche ich ein bisschen Glück, dass ich dem Polizisten entkomme. Das war Glück. Darauf nehmen wir uns jetzt alle mal einen Keks, erheben ihn stolz in die Luft und sagen, yay, Lacker. Mehr Glück als Verstand gehabt. Und wir haben nur noch zwei Gäste, das heißt, es ist eigentlich automatisch so, wir haben die letzte zerlegt. Es war keine, die uns vorher treten wollte. Puh, was für Kekse nehmt ihr denn so zum Erheben? Ich nehme jetzt einen Oreo-Keks und feiere, dass wir das geschafft haben. Und weil die Folge doch recht kurz war, werde ich euch gleich auch noch einen Vorgeschmack auf den Ninja geben. So, damit ist der DJ Geschichte und ich kann diese Höllenparty verlassen, denn... Oh mein Gott. Wirklich. Dachparty für jemanden, der Höhenangst hat. Mein Albtraum. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, wir haben alle getötet, haben uns nicht erwischen lassen. Obwohl das letzte schon sehr riskant war, ich gebe es zu, das war ein bisschen doof. Wir machen jetzt also weiter und wie gesagt, ich zeige euch jetzt schon mal den Ninja. Oder den neuen Killer, das könnte ich auch machen, da bin ich genauso schlecht. Aber erst das Video. And then, there was nothing. Months and months of goddamn nothing. Just frustrating goddamn silence. The shadow had swept through our lives and then hidden away like the yellow-bellied piece of shit that he is. Mr. West, please, let's stick to the facts. What do you think he was doing during this time? Damned if I know. Tell you what, though, those months dragged and dragged. The papers wanted names. There was severe public unease. The police force was a laughingstock. You'd never guess that one single sicko could rip this country apart so badly. And then one day, out in the desert, there was an encounter. What kind of encounter? Guy driving late one night told us he nearly hit this guy who stepped out in the middle of the road. Apparently he didn't say much, although the driver was in shock, as you'd expect. He sort of just threw a flyer at the guy's feet. Said he needed help. Needed help? What kind of help? Said he needed a ride. To a party. On a boat. Ja, die Bootparty. Wesentlich angenehmer als die Dachparty, denn da kann man höchstens ins Wasser fallen. Naja, jetzt überlege ich gerade, ob ich euch kurz den neuen Level zeige und den neuen Killer. Oder aber tatsächlich den Ninja, aber ich bleib dabei, ich zeige euch schnell den Ninja. Denn ich kann den echt nicht. Aber ihr sollt wenigstens sehen, wieso ich bei dem immer versage. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum nächsten Mal zu üben. Ich werde es dann auf jeden Fall nochmal versuchen, so ohne Aufnahme. Hier haben wir den Ninja. Wo schmeiße ich denn meine Rauchbombe hin? Das war jetzt zu weit. Ihr seht schon, keiner sieht uns. Wir dürfen uns aber auch nicht erwischen lassen. Wenn wir uns nicht bewegen, dann verstecken wir uns. Dann werden wir eins mit den Schatten. Aber sobald uns jemand bemerkt, verpfeift er uns halt leider auch. Ich stehe jetzt genau in der Leiche. Ich hoffe, die Polizei ist blind. Ich stelle mich einfach hier ein bisschen weiter weg. So.
Ich habe auch keine Ahnung, wie groß die Reichweite ist, wie die uns sehen. Ich glaube, der Level wird sich auf jeden Fall ziehen, wenn ich hier mit dem Ninja versuche. Okay, sie hat uns nicht gesehen, aber natürlich die Leiche. Das war jetzt ein bisschen doof. Ihr seht schon, wir haben hier viele, viele Türen. Da vorne steht ein Bodyguard. Der hat uns wie immer besonders gerne, wenn er uns erwischen wird. Ich mache das jetzt einfach mal so lange, bis ich einfach sterbe. Wir haben übrigens unendliche Rauchbomben zur Verfügung. Und wie gesagt, sobald uns jemand sieht, sobald wir nicht mehr so versteckt dastehen, sind wir erledigt. Denn die Leute sind dann auch sehr willig, uns zusammenzuschlagen und dafür zu sorgen, dass der Polizist uns erwischt. Ich habe es tatsächlich noch nie geschafft mit dem... Nein, du sollst nicht weggehen. Geh doch nicht weg vor mir, ich bin doch ganz nett. Also ich habe gehört, dass die Boat Party tatsächlich sehr gut dafür sein soll, um mit dem Killer zu üben. Vermute ich, weil es hier diese Wege gibt, wo kaum jemand entlangläuft, wo die Leute meistens alleine unterwegs sind. Ach Mist. Seht schon, das dauert nicht lange, bis wir uns wieder verstecken. Aber es ist halt sehr langwierig. Falls irgendjemand den gut spielen kann und mir Tipps geben möchte, darf er das gerne tun. Bin ich fürchtig, dass es schon fast alles sein wird, was wir an Ninja-Gameplay zu sehen bekommen. So. Noch eine erwischt. Okay, wir machen uns praktisch überall unsichtbar, das ist gut. Hier liegen gerade so ein bisschen viele Leichen. Wenn ich wüsste, wohin diese untere Türe führt. Oh, verstecken. Ja, ja. Einen haben wir noch mit erwischt. Und da kommt die Polizei schon wieder, deswegen rühre ich mich jetzt nicht. Huch! Da ist ein Hai aus dem Wasser gesprungen, wie schön. Ich liebe die Boat Party. Sie ist toll. Es gibt hier so viele schöne Sachen. Aber ich fürchte, mit dem Ninja sieht man davon auch nur halb so viel. Weil ich einfach die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mich nicht sehen zu lassen. Oh, das dauert gerade echt lange. Wir haben gerade mal 9 von 52 Gästen. Nicht gut, gar nicht gut. Ich farm die hier so ein bisschen ab, während sie unten durchlaufen. Klappt erstaunlich gut. Also auf dem Dachlevel geht es gar nicht. Überhaupt nicht. Der hat nicht uns gesehen, der sieht die Leichen. Denn auch Polizisten sind blind und hilflos gegenüber unserer Ninja-Taktik. Allerdings ist es jetzt hier unten ein bisschen einsam. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach hier hoch. So. Nein, da hat uns einer gesehen, verdammt. Okay, wir haben ihn aber erwischt. Der hat uns nämlich gesehen, wie wir gelaufen sind. Und ja, der wollte gerade die Polizei rufen. Einfach nur, weil wir da sind. Nicht nett. Zu unserem Glück können wir... Ach, verdammt. Zu unserem Glück können wir die Rauchbomben werfen, ganz ohne, dass sich jemand uns sehen wird. So ein Geduldsspielchen mit den Leuten hier. Ich würde
er lachen, wenn er jetzt tatsächlich zwei komplette Level zu sehen bekommt in dem Durchlauf hier? Das sieht nur aus, als würde er uns treten. Der tritt die Leiche zurecht, damit sie in den Sack passt. Oh nein, der hat ja... Lass mich in Ruhe. Upsi. Oh gut, der hat uns nicht umgebracht. Der hat uns ignoriert. Dankeschön. Glück gehabt. Die wären nämlich ein bisschen empfindlich, wenn man sie bei ihrer Arbeit stört. Aber ihr seht schon, es dauert unglaublich lange. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber je länger wir das hier machen, desto mehr möchte ich eigentlich den Level schaffen. Das war jetzt total sinnlos für den... Dass der Polizist genau vor unserer Nase steht, können wir natürlich auch nichts machen. Ich hätte jetzt lieber den umgebracht, der direkt vor unserer Nase stand, aber ist okay. Ups. Oh, er verdächtigt jemand anderen, das ist schön. Das hatte ich gar nicht erwartet, dass es beim Ninja auch passieren könnte. Ich werde es auf keinen Fall zusammenschneiden. Es ist viel zu gut, dass es gerade hier funktioniert. Und ich fürchte, das ist das Längste, was ihr an Ninja-Gameplay von mir zu sehen bekommt. Ich fürchte, das ist die traurige Wahrheit. Mehr Ninja wird es nicht geben. Ich möchte hier wieder weg, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott. Ihr glaubt gar nicht, wie nervös ich gerade bin. Also normalerweise bin ich ja nur bei richtigen Horrorspielen nervös und hibbelig, aber hier setzt es gerade ein. Es läuft so gut. Oh, ich möchte es so gerne schaffen für euch. Ich würde so gerne es schaffen, damit ihr tatsächlich mal ein erfolgreiches Ninja-Level seht. Ich möchte das schaffen. Oh Gott, oh Gott. Ich darf übrigens den Koffer nicht nehmen, denn der Koffer wird mir vermutlich gar nichts bringen. Immer nur ganz wenig weiter bewegen. Unten wäre jetzt wieder gut, aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Ach, Mist. Okay, das war riskant, das gebe ich zu. Ach. Ich hoffe immer, dass ich sie noch erwische, wenn sie hinter mir vorbeilaufen. Das war knapp. Oh, heilig. Es tut mir auch so leid, wenn ich gerade ganz wenig nur rede, aber ich bin wirklich ein bisschen nervös. Die haben wir auch weg. Ich weiß, dass die Türe, glaube ich, nach oben führt. Das wird nichts. Ich fürchte fast, das wird nichts. Wir haben die Hälfte. Und es wird nichts werden. Oh Gott, es wird nichts werden. Nein, falsche Richtung. Mist. Wenn ich es mal hinbekommen würde, den Rest irgendwie noch zu erwischen. Ja, da kommt der Rocker auf mich zu. So, wieder einen weniger.
könnte mal versuchen, ob ich die da unten erwische, die hier feiern. Nee. Wo schicke ich denn jetzt die Rauchgranate hin? Na toll, genau da, wo ich stehe. Da hilft die mir nichts. Da unten wäre jetzt ein Opfer gewesen. Das erwischt die da unten nicht mal. Er wirft die Dinger aber auch recht selten dämlich. Geschafft. Die haben die Gruppe da unten erwischt. Wie gesagt, ich fürchte, das wird das längste Ninja-Gameplay werden, das ihr je von mir zu Gesicht bekommt. Und die Folge wird deswegen auch ein bisschen länger als normalerweise. Ich traue mich da nicht hoch. Die Dame im Baywatch-Badeanzug, die jetzt gerade nach rechts um die Ecke verschwindet. Die hätte uns vermutlich gesehen, wenn wir da jetzt hochgegangen wären. Ah, 22 noch. Und ich habe wie immer Angst, dass wir erwischt werden. Nein, in die falsche Richtung. Du sollst in die andere schmeißen. Rumble. So. Ein bisschen klappt es ja doch mit dem Morden. Nur nicht allzu gut, wenn wir ehrlich sind. Nur nicht allzu gut. Noch 19. Ich werde weinen, wenn wir dann versagen. Also ich versage, ihr versagt ja nicht. Ihr haltet tapfer durch, wenn ihr euch das immer noch anguckt. Oh, wenn wir ganz, 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 ganz viel Glück haben und die Glückskekse auf unserer Seite sind, dann gibt es eine tolle Doppelfolge. Zwei zum Preis von einem sozusagen. Wenn wir weniger Glück haben, dann, naja. Wenn wir weniger Glück haben, dann eher nicht so. Puh, da liegt ja jemand, der schläft. Ist gut, Schlafende können uns auch nicht verpfeifen. Das ist immer sehr gut. Ihr habt ja auch noch gar nicht Mario gesehen. Der nette Klempner, der unsere Fluchtwege blockiert, sobald wir erwischt werden. Also, wenn jemand die Polizei ruft und wir entkommen dann über so einen tollen Fluchtweg. Mist. Das war nix. Vor nix. Langsam werde ich wirklich immer nervöser. Je weniger Gäste es werden, desto mehr Angst habe ich, dass wir erwischt werden. Ich wiederhole mich gerade, ich weiß. Und ich rede eigentlich über gar nichts Interessantes gerade. Und es tut mir sehr leid, aber... Oh, mir geht gerade die Pumpe. Der kleine Ninja. Ich würde mich so freuen, wenn wir das schaffen. Ehrlich, ich fände das so toll. Warum ist... Ihr seht übrigens diese roten Balken da, wenn wir hier untersuchen. Wir hätten sogar noch die Punschfalle. Aber ich weiß leider nicht, wie wir die bekommen sollen, da hinten. So. Uiui. Noch 12 Gäste und hier gibt's keinen DJ, der uns ignorieren würde. Hier gucken die uns alle ganz direkt an.
Wo bin ich denn jetzt gelandet? Achso, ja klar, das war doof jetzt. So. Jetzt bleiben wir einfach mal hier stehen. Ich glaube, wenn ich mich hier an die Seite... Ja, hier werde ich auch unsichtbar, sehr gut. Puh. Ihr glaubt's echt gar nicht. Na, kriege ich den unsichtbar? Ich würde den gern loswerden. Weil der so einen arg vollen roten Balken hat. Aber hallo, jetzt sind die alle da oben in der Ecke. Ah, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie ich die erwischen soll da oben. Das ist schlecht. So, da haben wir eine erwischt. Hier müssten wir genau auch unsichtbar werden. Der sieht die jetzt vermutlich. Nein, der sieht sie nicht. Ja, cool. Ihr seht, ich schleiche mich vorwärts zu der Gruppe, die da hinten steht. So. Wir haben es geschafft. Wir haben die Gruppe da hinten erledigt. Fehlen noch 7. Und meine Angst wächst. Denn ich weiß echt nicht, wie wir die noch erwischen sollen. Ich glaube, wenn ich das verdient habe, dann habe ich... geschafft habe, dann habe ich ja ganz viel Lob verdient. Denn ich habe ganz schwitzige Hände. Jirk. Jemand muss die Polizei... Mädel! Du bist so blond, wie du Hupen hast. Der ist doch schon längst da. Traurig, dass es gerade eine Blondine war. Da könnte man ja jetzt ja fast böse sein und sagen, blond und blöd. Wobei das natürlich so nicht stimmt. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann werde ich aber gesehen. Das möchte ich natürlich nicht. Das heißt, ich muss warten, bis die unten ein bisschen wenigstens wieder weg sind. Jetzt zum... Upsala. Jetzt zum Beispiel. Ich möchte das Häschen erwischen. Einfach nur, weil der so einen fetten roten Balken hat und mich schon so im Verdacht hat. So, Hase weg. Finde ich gut. Ich muss irgendwann die da oben erwischen. Mist. Und er wäre so schön da gestanden. Kommt da meine Rauchgranate jetzt gar nicht mehr durch? Okay, dann anders. So, es fehlen noch 5. Noch 5. Ja, bitte weg hier. Ich weiß, wo die hintere Tür hinführt. Hier vorne stehen. So. Wenn ich schnell genug bin, kann ich hier durch. Der war schon nicht mehr geblendet. Hoppala. Noch 3. Uiui. Ihr haltet tapfer durch. Alle, die noch zugucken, ihr haltet tapfer durch, muss ich sagen. Ich möchte am liebsten gerade selber fast die Polizei rufen, damit sie einmal da waren. Damit komme ich wieder nach da hinten. Damit komme ich hoch. Nicht gut. Okay. Och nee, jetzt kommen die beide hierher. Aha, wieso, wieso, wieso? Mädchen, geht weg. Ah! Oh Mann, oh, ich will's schaffen. Ich will's jetzt wirklich schaffen. Nein, die andere Richtung. Okay. Noch 2. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann wird diese hier. Noch eine. Oh Gott, wir haben es fast geschafft. Noch eine.
Nein. Nein. Oh Gott, nein. Tu das nicht. Mädchen, tu das nicht. Oh nein. Oh Gott, mir geht gerade so die Pumpe. Ich will nicht erwischt werden. Und wir haben es geschafft. Yay. Wir haben es geschafft. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ah, ich bin so glücklich. Yay. Ich habe es geschafft. Okay, ihr habt jetzt ganz offiziell auch den Ninja gesehen. Ich werde ihn nicht nochmal spielen. Yay! Ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Woo, Party. Seasickness abgeschlossen. Ja, das Gute ist nämlich, auch wenn der Polizist einen schon jagt, wenn man das letzte Opfer noch irgendwie tötet, hat man trotzdem gewonnen. Und ich glaube gar nicht, wie nervös ich gerade bin. Ja, das wird jetzt also eine epische Doppelfolge. Zwei Level in einer Folge, das wird es höchstwahrscheinlich kein zweites Mal geben, denn so Nerven aufreiben, so viele Nerven habe ich nicht mehr, dass ich das nochmal mache. Oh Gott. Mir ist gerade voll nach Aufstehen und Hüpfen und mich freuen. Okay, ich mache jetzt ganz schnell, ich beende das jetzt, ihr dürft noch den, ich glaube das Video kommt ja noch. Währenddessen werde ich auch versuchen leise zu sein und alle nochmal zusammen, ja? 1, 2, 3, yay! Oh Gott, ich bin so... Oh, ich hatte so Bammel. Okay, jetzt mache ich aber weiter. Entschuldigung, dass ich hier so mich freue und alles aufhalte. Ah, yes, I heard about the cruise liner disaster. Although I assume it wasn't the rushing water that killed those people, as the news had us believe. Sometimes it's easier to keep the people safe by shielding them from the truth. Yes, well, that's an interesting sentiment, although I'm guessing the people on that boat may have felt a bit shortchanged. Though while we're on the topic of truth, you were about to discover a truth of your own, am I right, Mr. West? The girl. Yes, the girl. Tell me about the girl, Mr. West. From what I understand, she'd been following him since he first began his descent to madness. Stalking him, perhaps? Label it what you want. Seems like she was a fan of his work. Wanted to study his methods, as sick as it sounds. She was always a troubled child. You seem to be well acquainted with our newly found heroine, Mr. West. And you know exactly why, you son of a bitch. It was Katie. It was my daughter. Ja, da wurde uns die Identität unserer Killerin offenbart. Sie ist die Tochter unseres Polizisten, der den Killer jagt. Als nächstes ist die Miami-Party an der Reihe. Da müssen wir, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Katie spielen. Da wir sie schon freigespielt haben, weiß ich nicht, ob wir es jetzt noch müssen. Aber wie gesagt, ich mache jetzt Schluss. Ich habe es geschafft, yay! Ich freue mich noch immer total. Es tut mir auch ganz arg leid, dass ich jetzt hier so total ausflippe und... Ich freue mich. Oh mein Gott, ich habe noch nie ein Ninja-Level geschafft. Ihr wart jetzt gerade sozusagen quasi fast live dabei, als ich das zum allerersten Mal geschafft habe. Zum allerersten Mal mit dem Ninja. Oh mein Gott. Und jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Schön, dass ihr mir zugeguckt habt. Danke, dass ihr so viel Geduld mit mir hattet, dass ihr euch das angetan habt. Ihr habt euch alle einen großen Knuddel und einen Keks verdient. Ich hoffe, ihr freut euch schon aufs nächste Mal. Jetzt dürft ihr mir mal ganz verdient einen Daumen nach oben geben für den Ninja-Level. Ich gebe mir jetzt mal selber zwei Daumen hoch, wenn ich mich freue. Okay, das klingt jetzt. Ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber ich freue mich einfach. Ich weiß, dass ich nicht so gut bin, aber ich freue mich einfach. Und jetzt mache ich wirklich Schluss. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und guckt mir zu. Und bis dahin, bye bye und ärgert nicht eure Nachbarn.